Oh, ich höre was. There once was a castle filled with life. A castle filled with life. Das wiederholt er immer wieder, wenn ich drauf drücke. Ja, okay, dann würde ich sagen. Muss ich jetzt hier mal rumprobieren, warte. Hat sich was getan bei dir? Nein. Das ist der, okay. Tut sich gerade was bei dir? Ja, da schiebt sich was drauf. Ein Torbogen. Genau. Sag mir, wenn der irgendwie mittig ist oder irgendwas. Bitte, stopp. Da noch ein Stück. Ein kleines Stück. Ist da noch ein kleines Stück? Er leuchtet jetzt rot. Jetzt leuchtet er rot. Okay. So. Er war weiß. Jetzt leuchtet er irgendwie rot. Soll ich nochmal drücken? Warte. Tut sich da noch was? Nein. Und jetzt? Jetzt höre ich was. Da kommt jetzt was raus. Eine Prinzessin. Eine Prinzessin, okay. Dann oder Königin? Ja, das ist. Ja. Dann der hier. Jetzt kommen Leute. Genau, sag mir, wenn die Leute im Torbogen sind. Hofnarr und zwei Menschen. Stopp. So, ja? Ja. Machst du noch irgendwas? Nö. Gut, soll ich noch abhören? Ich kann nicht mehr laufen. Jetzt wieder. Warte mal. Bloodlight brauche ich ja nicht. Ich habe hier noch den Hebel Szene 1. Wenn du jetzt sagst, dass der Torbogen ist da, die Leute sind im Torbogen drin und das ist ja das, was das Grammophon gesagt hat, würde ich jetzt den Hebel für Szene 1 ziehen, um zu bestätigen, dass wir Szene 1 rekreiert haben, wäre meine Vermutung. Und dann werden wir wahrscheinlich neue Anweisungen kriegen, oder? Darf ich dir noch mal kurz was mitteilen? Ja. Ich gucke gerade in den Zuschauerraum und plötzlich ist in der Treppe diese Figur! Und mein Blickfeld wird kleiner. Ein da was? Da kommt so eine Figur runter. Schnell, du musst dich beeilen! There once was a castle filled with life. So, gut, dann gib mir mal Informationen. Hat sich dein Blickfeld resettet? Nein. Gut, ich brauche Informationen. Ja! Ja, mach hin da. A king with his wife. Ja, wenn du mir die ganze Zeit sagst, Quatsch, kann ich nichts verstehen. Ja, dann sag mir doch, dass du das Grammophon anmachst. Ich mache jetzt das Grammophon an, hör auf zu reden. Ich brauche noch diese Informationen, ich sehe das noch nicht. Ich sage dir das und du quatschst schon wieder dazwischen, wenn ich das andrücke. So, ich habe aber... A king with his wife. So. Königsfrau, jetzt! Bin schon dabei. Das Vieh kriegt Augen. Beeil dich mal. Nee, warte mal, das ist wieder das Schloss, oder? Hier kommt gerade gar nichts, bei mir blinzelt. Blick. Ja, da ist das der Torbogen. Ja, das war nicht das, was ich wollte. Tut mir leid. Okay. Oh. Ich glaube, ich darf nicht ins Publikum gucken. Er hat sich resettet. Jetzt hier. Warte. Oh Gott. Ey. Ich darf da nicht runtergehen. So, du musst mir sagen, wenn es in Position ist, ne? Da war der König. Wollen wir die Königin? Ist er in Position? Ja! Ja! Da war der König, jetzt brauchen wir die Königin! Weiter! Stopp! Passt! Position! Geht nicht weiter! Oh nein! War falsch! And there lived a king with his wife. Wahrscheinlich brauchen wir das Schloss noch. Dann fahre ich das Schloss wieder raus, sag mir Bescheid. Oh Gott! Fressen! Bescheid! Bescheid! Nee, ich kann den König nicht schieben, wenn das Schloss draußen ist. Der König ist bei mir draußen! Der ist draußen! Oh. Sind alle draußen!
Mach Szene 2! Okay. Schrei mich nicht so an! All were happy and all was good! All were happy and all was good? Wie stelle ich denn das jetzt da? Und alle drauf! Keine Ahnung, eine Feier, eine Hochzeit, was weiß ich! Oh Gott, hilf mir doch! Ich möchte hier weggehen. Ich verstecke mich jetzt hier hinter. Oh Gott, es hat sich wieder bewegt! Ich arbeite hier blind, das ist dir hoffentlich bewusst. König, Position, weiter! Nächste! Das ist hier so ein Pinocchio-Ding. Wie heißen die denn, diese Farbenfiguren? Ich komme gerade nicht. Marionette. Nee, war es Marionette? Ist das richtig? So, Königin Position. People's Position. Position. Szene 3. Fertig machen. All were happy and all was good. Jetzt? Können wir noch mehr machen? Ja, Szene 4. Was? Wer killt? Until the king called all he could. Der König hat alle getötet. Du musst das Publikum, musst die Menschen anderen wieder alle wegschieben. Die stehen bei mir jetzt alle noch auf der Bühne. Die Menschen weg und die Königin weg. Die hat er ja auch getötet, weil er hat ja alle getötet, die er konnte. Soll ich dann die Figur mit dem Schwert rausfahren oder nee? Einfach nur den König draußen, oder? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist der König der Figur mit dem Schwert? Anscheinend nicht. Haben wir noch eine fünfte Szene? Keine Ahnung. Schrei mich nicht an, ich bin sensibel. Ich mach's jetzt einfach erst noch mit alle Leute weg. Das war falsch. Dann mach den König weg und mach den. Nein, ich fahr das Schwert raus. Und probier's damit. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass wir es normal machen müssen. Ja, dann mach den anderen in Position König raus. Oder was? Ja, er ist in Position. Den anderen König musst du rausschieben. Fertig. Weiter. Nee, ist auch falsch. Gibt's irgendwas Blutiges noch? Okay. Danke, ja, doch. Das war der Hinweis. Das ist, Ich fahr dir den König wieder raus, sag mir Bescheid. Fahr. Stopp! Bis da. So, Blutlicht an? Ja. War auch falsch. Nein, du brauchst den anderen König und das Blutlicht. Ja, ist das andere denn überhaupt ein König? Ja, hab ich doch gesagt, das ist der König mit dem Schwert, du musst den anderen König wegpacken. Das Schwert ist der König mit dem Schwert. Oh nein! Bei mir wird es übrigens auch immer dunkler. Wollte ich dir nur gesagt haben. Ja, aber bei mir ist diese Marionette! Ist mir sowas von egal, sag mir lieber, wann ich in Position bin. Position! Das war auch falsch. Dann weiß ich auch nicht. Gibt's noch irgendwas? Oh Gott, ich sterbe. Ich hab keine Ahnung. Ich kann dir... Killed all he could. Ich kann nochmal abholen. Oder was? Kam auf die Bühne. Ich hab noch eine Idee. Vielleicht hätten wir die Leute alle draußen lassen und einfach nur das Blutlicht anmachen müssen. Statt die Figuren alle wieder reinzufahren. Und den König einfach nur austauschen, meinst du? Zum Beispiel. Machst du Retry vom Checkpoint dann? Ja. Okay, ich gehe auf die Bühne. Nee, geht gar nicht. Meine Tür ist zu. Ja, nee, du kannst doch nicht auf die Bühne, weil ich jetzt erstmal wieder über dieses verfickte Fallenfeld laufen muss. Ach, scheiße. Ja. Verschande. Das ist natürlich ein geiler Checkpoint. Ich hab wieder den Mädchenkopf, gefolgt von dem Penis und dem Lolli am Torbogen. Dann der Kronleuchter und dann das schreiende Haus. Warte mal, der Mädchenkopf war der mit dem Strich unten, ne? Ja. Ich finde, das ist ja eher ein Katzenkopf mit dem Strich unten, aber ist okay. Ja, für mich ist das eine Schleife im Haar, so, weißt du? Okay. Das kann auch ein Katzenkopf sein, ja, das geht auch. Before one starts in the east. Take one step west. Dann yes. Zwei north,
Dann yes. eins North after eins West und dann warst du dir nicht sicher. Richtig? Weil das ist das, was ich mitgeschrieben habe. Das ist das erste. Ja, weil das so komisch hier steht, also. So, also zwei North. Eins North, zwei North. Dann eins West und eins North. So, jetzt brauche ich nochmal den Text. Den kompletten? Nee, nach diesem 1 North after 1 West. But not before, also danach best? Dann ansetzen. Ich glaube, es ist sogar ein Best einfach nur. Best some more till one hits the wall. West Wie some more till... Hilfe. Ja, und dann? Kann ich hier gerade nicht sagen, weil bei mir gerade irgendwie was hier kaputt gegangen ist. Ich habe das Buch verloren. Wie, du hast das Buch verloren? Then head straight for the door. Gut, ich bin drüben. Errungenschaft freigeschaltet, Vlad the Impaler. So, jetzt musst du mir wieder die erste Szene ansagen, ne? Jetzt muss ich erstmal reingehen. So, also meine Figuren und Optionen Ladies sind die gleichen. To ja, warte, ich gehe jetzt erstmal auf die Bühne. Ich fahre auf jeden Fall das Schloss schon mal raus, oder? Grammophon an! There once was a castle filled with life. Einmal bitte das Schloss, Position. Jetzt? Ja, wenn ich Position sage, ist es drinne. So, und die Leutchen, ne? Ja. Passt. There once was a castle filled with life. So, die Leutchen wieder raus, ne? Oder sind die schon draußen? Die sind schon draußen. Ist das die Schloss? Sind weg. Das Schloss ist noch da? Nein. Nein, das ist auch weg. Ist ja ärgerlich. Das Schloss muss drauf, der König und die Königin. Ja. Das ist der gleiche Text wie vorher, ne? Ja. Passt. Gut, dass ich mir gemerkt habe, welche Kurbel hier für welches gedacht ist. Mhm. Sehr schlau von dir. Passt. Der Chat geht nicht weiter im Spiel? Was soll denn das bedeuten? Passt! And there lived a king with his wife. Diesmal hat er alles wieder rausgestellt, ne? Jetzt ist wieder alles leer. Ja. All was happy and all was good. So? Hallo? Ja, passt! Hallo? Hallo. Okay. Passt! Okay. Passt! Das ist interessant, aber jetzt wird's wieder angezeigt. Passt. Ich rede mit dem Chat. Passt! Passt! All were happy. And all was good. So, until the king called all he killed all he could. Gut, dann jetzt den König raus, ne? Ja. Hast du ein Timeout gekriegt, weil du primäre Sexorgane geschrieben hast, oder was ist da los? oder wie habe ich das jetzt zu verstehen? Position, nee, warte, doch nicht. Stopp! Ja. So? Ja. So, und das Blutlicht an, oder? Ja. Probiere ich zumindest mal. Ja, richtig. Führe Pferde. Warte ich. Standing in blood. Du musst den ohne Schwert, glaube ich, wieder rausholen. Brauche ich das Schloss auch? Was denkst du? Ja, wahrscheinlich. Den ohne Schwert, meinst du? Ja, weil da leuchtet gerade das Licht hin, wo der vorhin stand. Okay. Passt. Schloss. Ich finde das ja total spannend. Stopp, passt. Das Blutlicht noch aus.
Nee, Standing in Blood. Doch, Blutlichtmann. Ja, Standing in Blood. Das war falsch. Ich mach das Schloss wieder raus. Und probiere das. Und wenn das auch nicht passt, tausche ich die Könige aus. Ja. Standing in Blood. Okay. Klug ist auf. Jo, ich bin raus. Bei mir auch. Hilfe! Kann aber nicht durch die Luke durch. Nicht? Nein. Kann da nicht rein. Benutzen. Luke benutzen. Kann die nicht benutzen. Doch jetzt. Doch, das geht. Oh, ich muss nur kurz was nachgucken hier. Hallo? Moment, ich bin gerade nicht bei dir. Also bei mir wird das alles angezeigt. Ich weiß nicht, was du meinst. Weiß ich nicht. So, hallo. Vor dir schwebt ein Funkgerät. Ja, vor dir auch. Okay. Sehr witzig. Okay, dann gehen wir jetzt zusammen los. Da war eine gruselige Marionette. Du musst mich vor sowas beschützen. Oh, da geht es schon. Okay. Es kann also nur einer von uns beiden raus, wa? Okay, du oder ich? Weiß ich nicht. Ich stehe auf der Platte. Geh du mal weiter. Okay. Bye. Ja. Tschüss, hol Hilfe. Denk an mich. Ich werde dich von der Marionette gefressen. Ich bin worst friend forever. As I step back into the freezing cold, I wondered. Und ich habe die Errungenschaft, why me? Was there another way? Was the sacrifice necessary? War dieses Opfer notwendig? Ja. Sind wir schon einmal hier gewesen? Wir waren hier. So. Weißt du, was wir rein theoretisch jetzt noch machen könnten? Weil ich glaube, wir haben gerade das Spiel durchgespielt. Dein Ernst? Wir könnten es jetzt nochmal andersrum spielen. Oh nein. Nur dann müsstest du durch den Irrgarten. Das geht nicht. Du weißt ganz genau, das wird eine Katastrophe. Haben wir das jetzt ernsthaft durchgespielt? Es ist ein kostenloses Spiel, das angeblich 2 Stunden gehen sollte. Wir haben vor 1,5 Stunden angefangen. Ernsthaft? Ja. Oh, okay.